Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in eurem O365 eine do neue Domäne hinzufügen könnt. Zunächst öffnen wir unseren Browser. Dann habe ich einmal schon das O365-Portal offen und einmal den DNS-Provider. Dann gehen wir wie folgt vor. Ich mache erstmal die alte Optik. Die gefällt mir nämlich besser. Dann gehen wir einmal hier auf Alle Anzeigen und gehen auf Setup, dann auf Domänen. Hier sehen wir aktuell drei Domänen. Das ist die Standarddomäne, die angelegt wird, wenn ihr einen O365-Account macht. Dann gibt es eine primäre Domäne und zum Beispiel auch sekundäre Domänen, wie zum Beispiel die hier, wo kein Standard dahinter hängt. Wir gehen auf Domain hinzufügen, geben den Namen so ein. Dann gehen wir auf Weiter. Wir haben einmal den TXT-Record. Hier sieht man, der Name muss add sein. Oder es wird übersprungen, je nach Provider. In meinem Fall wird das Add benötigt. Dann den TXT-Eintrag, in dem Fall diesen hier, den kopiere ich schon mal. Und die TTL, die soll auf 3600 sein. Das ist in dem Fall die Ablaufzeit des DNS-Eintrags, bis dieser weltweit verteilt wird. Wir gehen einmal hier drauf, haben hier einfach die Einstellung. Hier ist schon TTL 3600. Dann geben wir hier Folgendes ein, machen einmal einen Add, machen einmal einen TXT und einmal den Texteintrag. Wir gehen auf DNS-Record speichern, gehen auf OK. Sehen hier, es landet gleich oben drinne. Das passt. Dann gehen wir einmal wieder zurück, gehen auf Überprüfen. Und wir sehen, er hat den Eintrag auch noch nicht eingepflegt. Dies kann, wie hier schon beschrieben, 5 bis 10 Minuten dauern, je nach der Ablaufzeit des DNS-Eintrags. Ich bin gleich wieder für euch da. So, nun hat er den DNS-Eintrag gefunden, hat circa 5 bis 10 Minuten gedauert, so wie unten beschrieben. Und nun fragt er uns, ob wir das automatisch einrichten sollen oder manuell machen. In meinem Fall manuell, zum Beispiel bei 1 und 1 gibt es die Möglichkeit, dass er ähnlich wie bei Google diese automatische Anmeldung macht und die DNS-Einträge selbst setzt. Gehen wir einmal auf manuell, gehen auf Weiter. So, jetzt sind wir hier und jetzt fragt er verschiedene Funktionen ab. In meinem Fall lasse ich es bei rein Exchange. Die anderen Funktionen werden bei mir nicht genutzt. Wenn gewünscht, kann man das nachträglich auch noch einpflegen. Wir gehen einmal auf Weiter. Und jetzt haben wir einmal unsere DNS-Einträge, die wir benötigen. Wir haben hier einmal den MX-Record, wir haben einen CNAME-Eintrag und wir haben einen TXT-Record. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier oben, fangen mit dem MX an, kopieren ihn uns, gehen hier rein. Sehen hier steht aktuell gar kein MX-Eintrag. Wir gehen hier auf MX. Dann schauen wir hier nochmal nach. Priorität 0 und Hostname Add. Das heißt, hier müssen wir zwingend ein Zeichen und dann hier den Eintrag reinpacken. Und dann einmal auf Speichern und auf OK. Dann sehen wir gleich, ob er die Einträge oben reinpackt. Kann ein bisschen dauern, müsste er gleich haben. Genau. Jetzt sind die Einträge hier oben gesetzt. Wir haben einmal den MX, wir haben einmal den TXT und einmal den CNAME, der ist hier unten Autodiscover auf autodiscover.outlook.com. Gespeichert ist es. Jetzt schauen wir gerade mal wieder nach, ob er es schon erkannt hat, aber wahrscheinlich wird es hier auch wieder 5 bis 10 Minuten dauern. Wir schauen mal kurz. Und hier ist es wieder genauso. Wird wahrscheinlich, wie schon gesagt, diese 5 bis 10 Minuten dauern. Da bin ich gleich wieder für euch da. So, nun hat er die DNS-Einträge gefunden und wir können einmal auf Fertigstellen. Nun ist alles erledigt und die Domäne wurde integriert. Nachträglich könnt ihr jetzt ganz normal E-Mail-Adressen anlegen, Lizenzen zuweisen, freie Postfächer erstellen, freigebende Postfächer erstellen, öffentliche Ordner oder ähnliches. Das wäre es schon gewesen. Bei Fragen in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön! Ja.